Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Was? Terraria. Was? Wo? Ich bekomme eine Stoppuhr nicht gestellt. Terraria. Ich mach so lange weiter. Mit dem Vita-Wolf. Und dem Verdemes. Verdemes. Ja, tut mir sehr leid, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, aber wir haben es auch ziemlich spät. Es ist ein Freitag und ich bin völlig matsch in der Rübe. Was jetzt nicht so verwunderlich ist. So. Pass auf, während du hier durch die Gegend buddelst, gehe ich mal gucken, es ist übrigens wieder Tag, gehe ich mal gucken, was wir aus unserem Zeug, was wir da ausgegraben haben, herstellen können. Ja, das ist eine sehr geile Idee, das ist eine sehr gute Idee. Sehr schön. Hoch hier. Also mein Plan ist es jetzt irgendwie hier erstmal an krasse Erze oder sowas zu kommen für coole krasse Erze. Ja, krasse, also richtig krass. Ja, ne? krass Dinge. Also ich kann Holzpfeile, Flammenpfeile, Dominopfeile herstellen, die machen übrigens am meisten Schaden. Dominopfeile? Genau ist. Ja, die stellt man aus Holzpfeilen und Sternschnuppen her. Interessant. Und die verschießt man auf dem Domino-Day. Petroleumfackeln können wir bauen. Die sind wahrscheinlich heller, vermute ich mal. Dreckwand, Steinwand, Holzwand, Holztür. Was haben wir noch hier? Holzschwert, Holzhammer, Holzbogen, Kupfermünzen. Ich habe das Gefühl, dass man Fackeln und sowas nicht oft genug oder nicht genug haben kann. Ja, das ist schon richtig. Dafür brauchen wir aber Glibber. Jetzt frage ich mich nur, aus dem anderen Zeug kann ich irgendwie nichts herstellen. Die Frage ist, wie können wir die Erze weiterverarbeiten? Ich quatsch mal eben den Typen hier an, der hat ja auch ein paar Tipps. Der Cole. Sei gegrüßt, wer dem ist. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Ja, Hilfe. Unterirdisch finden sich Kristallherzen, die verwendet werden können, um deine maximale Lebensspanne zu erhöhen. Um sie zu erhalten, benötigst du einen Hammer. Haben wir. Ich auch. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du Menschen dazu bewegen kannst, in unsere Stadt zu ziehen. Sie brauchen zuerst ein Zuhause. Damit ein Raum wie ein Heim wirkt, braucht es eine Tür, einen Stuhl, einen Tisch und eine Lichtquelle. Achte darauf, dass das Haus auch Wände hat. Klingt sinnvoll. Zwei Menschen werden nicht im selben Haus leben wollen. Außerdem brauchen sie ein neues Zuhause, wenn ihr Heim zerstört wurde. Du kannst das Behausungsinterface verwenden, um ein Haus zuzuweisen, anzuschauen. Öffne dein Inventar und klick auf das Haussymbol. Interessant, das machen wir mal. Inventar, wo ist das Haussymbol? Hier. Hausung. Cole the Guide. Ah, Cole the Guide ist übrigens in unser Haus eingezogen. Cole the Guide. Mhm. Was ist denn hier? Sexy. Oh, ich habe PvP gerade eingeschaltet, das wollte ich doch gar korrekt nicht. Korrekt. So. Jetzt geht's rund. Was ist das hier? Keine Ahnung. The Yellow Party. Ich bin nach der Yellow Party gejoint. The Yellow Party. So. Party. Das lassen wir mal so. Gut, ich quatsch nochmal weiter mit Cole. Mach das. Lies auch bitte vor, damit ich es auch mitbekomme. Ja, klar. Wenn du willst, dass ein Händler einzieht, brauchst du eine Menge Geld. 50 Silbermünzen sollten aber reichen. Damit eine Krankenschwester einzieht, solltest du deinen maximalen Lebensspanne erhöhen. Aha. Wenn du ein Gewehr hast, sollte ein Waffenhändler auftauchen, um dir Munition zu verkaufen. Du solltest dich selbst testen, indem du ein starkes Monster besiegst. Das wird die Aufmerksamkeit eines Dryaden erregen. Behalte alle Bomben, die du findest. Ein Sprengmeister möchte vielleicht einen Blick darauf werfen. Du kannst einen Enterhaken aus einem Haken und drei Ketten herstellen. Die Skelette tief unter der Erde tragen gewöhnlich Haken bei sich. Die Ketten dazu können aus Eisenbarren gefertigt werden. Wenn du einen Topf siehst, so schlage ihn auf. Töpfe enthalten alle möglichen Sorten an nützliches Zubehör. Gut, das muss erstmal reichen an Informationen. Ja, war ja schon einiges. Ja. Aber mir scheint, man kann hier doch einiges machen. Pass auf, ich gehe mal hier. Ist ja noch mehr Zeug zum Abbauen. Ich baue mal auf der anderen Seite. Ist noch eine Höhle. Da baue ich mir jetzt ein bisschen ab. Ja, also bis jetzt, ich baue hier die ganze Zeit Stein ab und habe noch nichts Krasses gefunden. Hier ist nochmal Lead Ore. Was mal Lead Ore ist. Ich will halt stärkere Waffen haben. Ja, ja, klar, das macht Sinn. Frage ist, wir haben noch nicht rausgefunden, wie man diese Erze verarbeiten kann. Das ist natürlich auch eine Sache, die wir irgendwann rausfinden müssen. Ja, das sollten wir. Ich gehe auch mal eben auf die Suche nach Glibber, damit ich noch ein paar Fackeln bauen kann. Also der Glibber, der läuft mir hier die ganze Zeit in die Mine rein. Echt? Sehr gut, dann bleib ich auch in der Mine. Das klappt. Ja, es klappt. Ja, die haben wahrscheinlich zu viel Angst vor mir, weil ich bin ja so ein krasser Super Saiyajin, ne? Wie man meine Frisur sehen kann. Du bist mir ein krasser Super Saiyajin. Ja, Alter.
Wir haben immerhin die Sticker gesammelt. Ja, aber nur als Kinder. Das war damals so cool, als Dragon Ball Z in Deutschland damals anlief, waren der Vito Wolf und ich richtig große Dragon Ball Fans. Das war dann meist, wenn die aktuelle Folge lief und in den Pausen griff man dann in der Werbepause, rief man dann zum Telefon, rief einen an und ich sag, krass, hast du das gesehen? Und dann sind wir voll drauf jetzt abgefahren. Jetzt geht's aufs Fressbrett. Genau, wir sind voll drauf abgefahren und wir haben uns dann als Gag, wie alt waren wir da, 17, 18? Um den Dreh, ja, ne? Irgendwas, ja, es kommt gut hin, ja. Und dann haben wir uns wirklich nochmal aus Spaß so ein Panini-Sammelheft mit Stickern von Dragon Ball Z zugelegt und haben angefangen, Sticker zu sammeln. Und ja, dann hatten wir mal so einen kleinen Kiosk bei uns in der Stadt, wo wir früher gewohnt haben. Und der Typ fand das scheinbar auch lustig, dass da quasi erwachsene Männer kommen und sich Stickerhefte holen. Sticker holen, das war auch ja, sehr geil. Ja, auch regelmäßig die Sticker geholt, das war schon ganz cool. Können wir eigentlich mal wieder machen, oder? Ja. Vielleicht gibt es ja ein Let's Play, ein Stickerheft zu den ganzen Let's Playern. Das wollte ich gerade vorstellen, wie wäre es, wenn wir selber mal so ein Let's Player Stickerheft machen. so ein eigenes mit Sammelkarten und es zählen dann halt nachher nur die, die man sich irgendwann einmal hat unterschreiben lassen. Die kommen dann, ne, in das Stickerheft und wenn das mal voll ist, dann verlosen wir. Ein Let's Player Autogrammheft. Wir sammeln genau Autogramme von Let's Playern, das wäre doch mal was. Wirklich mal eine witzige Idee. Ja, und die werden nachher verlost. Finde ich cool. Kann man mal drüber nachdenken. Ja. Das heißt, wir haben die Aufgabe, möglichst viele Let's Player zu erreichen. Genau. Egal wie. Das können wir wirklich mal angehen. Das ist ein Projekt, das finde ich, könnte man angehen. Ja, auf jeden Fall. So. Auch wenn die Anzeige wegen Stalking vielleicht ein bisschen komisch kommt, aber. Ist es wert. Unverfrüht komisch, habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Naja. Das heißt, wenn ich dich um ein Autogramm bitte, habe ich dann den ersten Sticker, also das erste Autogramm, ja? Ja, dann hättest du das erste Autogramm. Dafür musst du dir dann aber auch selber einen Sticker machen. Ja, nee, so Autogrammkarten, weißt du? Autogrammkarten? Ja, okay, das ist natürlich eine witzige Idee. Also wir könnten uns hier schon mal ein paar Let's Play, wo man sagt, okay, die könnte man sehen und erreichen, schon mal welche anfertigen. Also ich wüsste da sogar wen. Ich auch, den einen oder anderen. Ja, es gibt Leute, die sehe ich halt jeden Tag. Zum Beispiel Apecrime. Gibt es denn eine Mindestgröße, die der Let's Player haben muss? Nein. Absolut nicht, weil Let's Player ist Let's Player. Genau, also ich persönlich finde halt diese Unterschiede von der Größe, natürlich sind sie in gewisser Weise, sollte man sie auch für bestimmte Sachen beachten. Nein. Aber was sowas angeht, nicht. Ich finde einfach, wir sollten halt keinen nehmen, wo wir sagen, Gott ist der Scheiße. Nee, ist schon klar. Aber die Grundidee ist gut, das werden wir mal vertiefen. Ich finde das super witzig irgendwie. Ja, ich finde, das hat was. Allerdings könnte es auch einfach sein, dass mir diese Idee gerade ganz gut vorkommt, weil man sieht meine Augenringe, glaube ich, gerade. und dazu hier mit der Uhrzeit. Ja, vielleicht liegt es auch daran, man weiß es nicht, liebe Freunde. Wir werden es rausfinden, wenn wir die erste Klage am Hals haben. Die erste Unterlassungserklärung. Ja, genau. Die sammeln wir dann auch wie Schelden. Genau. So, kann man eigentlich... Ich grab mich hier gerade völlig unter Wasser. Hier sind Fische. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I believe in God. So, daher war ich jetzt gerade nicht so gesprächig. Okay, also gerade mache ich echt nichts anderes als abbauen. En masse abbauen wie ein Irrer. Ja. Ich glaube, ich bin langsam mal fertig damit. Komm, das geht mir selber gerade voll auf den Sack. Wir müssen halt rausfinden, wie wir da Sachen heraus herstellen können. Das ist das Wichtige. Ja, vor allem brauchen wir Leitern. Ja. Wäre gut, damit wir eine weitere Etage bauen können im Haus. Ja, auch für die Minen. Ja. Ist ein bisschen blöd hier mit dem Rauskommen. Also ich meine, es geht eigentlich wunderbar, weil man kann sehr hoch springen, sich sehr einfach irgendwo rausgraben, aber komfortabel ist anders. Und da bin ich. Spinn doch. Wo bist du denn? Ich bin auf der anderen Seite der Mine. Ich muss ja das Ding hier aufmachen. Auf der Map kannst du mich auch sehen. Ich wollte gerade sagen, andere Seite der Mine? Du bist in einer ganz anderen Mine. Ja, ich bin auf einer Mine da auf der anderen Seite. So. Crafting Table. Luren wir mal, ne?
Luren wir mal. 5 Minuten haben wir noch zum Luren. Also eine Steinwand kann ich schon mal machen, das ist ja schon mal interessant. Die habe ich ja auch schon entdeckt, aber... In unserem Holzhaus kommen wir ja momentan noch gut zurecht. Wie wär's mit einer Rüstungsstatue? Kannst du deine Rüstung drauf ablegen oder was? Rüstungsständer oder was? Ich habe einen Ständer, ja. Das ist too much so. Information. Ich habe den gerade mitten ins Haus gestellt. Also wenn du reinkommst, siehst du direkt meinen Ständer. Oh, wunderschön, wunderschön. Bitte, wo ist Ständer? Nee, also irgendwie kann ich gerade wirklich nichts anderes machen als... User joined your channel. Das hier. Okay, und wir sind im falschen Teamspeak, liebe Freunde, und deswegen begrüßen wir jetzt die Sophie. Richtig, hi. Hallo. Also das ist aber jetzt eure Schuld. Das ist eindeutig unsere Schuld, das ist richtig. Ich sag, magst du uns verschieben? Ich habe keine Rechte, aber ich gehe an deinem Channel und wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Dann, tschüss. User left your channel. Ja, so schnell kann das gehen. Es gibt einen integrierten Mülleimer. Das finde ich zum Beispiel wieder schon sehr, sehr cool. Integrierten Mülleimer? Ja. Lehm habe ich hier gefunden. Lead all. Also bei mir steht überall nur kann platziert werden, kann platziert werden. Ich mache die Map mal aus. Die ist ja voll kacke. So. Anywood Glibber. Jetzt muss ich natürlich gucken, wenn ich jetzt hier immer weiter runterspringe, dann finde ich hier irgendwann nicht mehr raus. Also zumindest kann ich eins aus Stein schon mal herstellen, Das ist diese Rüstungsstatue. Ich schätze einfach mal, dass wir irgendwas erreichen müssen, um was anderes herzustellen. Das kann sein. Ich habe hier wieder, glaube ich, was gefunden. Was ist das? Also Moment, ich kann Cole ansprechen. Und wenn ich ihn anspreche, habe ich Hilfe, Schließen und Herstellen. Genau, Hilfe, dann gibt er dir Tipps. Aber beim Herstellen kriege ich einfach nur mein Herstellen. Ach so, Ich hatte gedacht, vielleicht gibt er da noch Tipps, wie man was herstellt. Ja, ich hätte auch gedacht. Also hier, Werkbank steht auch dran, wird zur einfachen Herstellung verwendet. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes... Das Kupfererz habe ich hier noch gefunden. Was habe ich denn hier? Campfire, Life Region is slightly increased. Ja, Campfire habe ich doch schon eins aufgestellt neben dem Haus. Ja, yeah, das habe ich gerade vorgelesen. Ich finde hier auf jeden Fall Kupfer aktuell. Bla 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 bla. Okay, hier steht nur bla bla. Kisten, mal gucken, können wir eigentlich Kisten herstellen? Das weiß ich nicht. Hotbar entriegeln, nee. Hier hab ich nochmal Lead Ore. Frage ist halt, diese Erze, die müssen wir wahrscheinlich zu Barren erstmal formen, damit wir die verarbeiten können. Frage ist, ob es eine Art Esse oder sowas gibt, einen Ofen oder... Also nichts, was ich jetzt bauen könnte, und ich habe definitiv genug Material für alles. Also ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich habe Lehm, vielleicht kann man damit was Neues machen. Vielleicht, ja, probier's einfach mal aus. Ich würde sagen, ich gehe auch nochmal, hast du den Tief gefunden oder so? Kann es sein, dass es auch Ebenen gibt? Nö, weiß ich nicht, der war hier einfach halt auf dem Weg, aber ob das jetzt was mit der Tiefe zu tun hat, das kann ich dir leider auch nicht genau sagen. Aber hier ist, guck mal, warte, ich baue noch eben, hier ist eine riesige Kupfererzader, die baue ich noch ab und dann komme ich wieder hoch. Ja, dann probierst du mal Lehm, ich baue hier in der Zeit einfach mal weiter ab, weil ich gerade nichts craften kann. Vielleicht müssen wir auch irgendwas umhauen und was finden. Das ist möglich. Das ist möglich, meine Herren, das ist möglich. Ich hätte auch nichts dagegen, irgendwas umzuhauen. Ich hau gerne irgendwas um. Ja, es gibt hier wohl, soweit ich weiß, auch sehr, sehr viele Bosse, die man platt machen kann. Das finde ich gut. Ja, okay. Ganz, gar nicht mal so klein, diese Mine hier. Diese Höhle. Ah, meine Atmung geht gerade aktiv an. So, dann machen wir hier mal weiter. Was ist deine Atmung? Achso, du bist unter Wasser. Ja, ich grab mich hier richtig nach unten und hier ist halt Wasser. Hier ist noch jede Menge Lehm. Aber es sickert ab. Na gut. So, da ist jede Menge Stein, aber den Stein lasse ich jetzt einfach mal da.
So, jetzt müsste ich eigentlich hier... Oh, es wird doch langsam dunkel wieder hier. Dann gucken wir mal, was wir mit Lehm machen können. Was ist... essen muss man hier scheinbar nicht. Eine Statue hat er gebaut. Ich weiß es nicht genau. Okay, das hier ist irgendwie alles noch normal. Dann mache ich so, mir jetzt erstmal kurz... So, jetzt gucken wir doch mal. Ich nehme mal schnell drei Fickel. Was gibt's denn Neues? Aha! Einen Ofen! Aha, jetzt ja! Ein Ofen! Also aus Lehm kannst du einen Ofen machen, ja? Scheinbar. Cool. Da habe ich einen Ofen gebaut. Aha, und da kann ich jetzt Kupferbarren und Leadbars herstellen. Das machen wir doch mal. Kupferbarren. So. Denk dran, ein Zombie. Sei vorsichtig, es ist Nacht. Ja, und ein Amboss habe ich gerade hergestellt. Ich hoffe, ein Eggmi-Amboss, den wir den Zombies auf den Kopf werfen können. Jetzt kann ich Eisenketten bauen, Eimer, eine Lead Door. Komm her, Zombie, meine Platte, ich bohre dir in der Nase. Ah, Schienen kann ich jetzt auch bauen, also für Minecarts. Lead Fence. Achso, was gibt's hier auch? Ja, gibt's auch. Ja, roter Ziegel, grauer Ziegel, Schüssel, rosa Vase, Tontopf. Ui. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp, du. Was haben die eigentlich? Wir haben... Ich kann es nicht so schnell lesen. 65 HP. Ich würde die ja schon ganz gerne töten. Was ist hier eigentlich? Upala. Ach, die Karte. So. Ja, das Problem ist, die hauen eine dicke Kelle, die Viecher, ne? Das sind vier Stück. Ja, unsere Tür reißen die nicht ein, oder? Hoffe nicht. Scheinbar nicht. Und wie kann ich jetzt den Ofen und die anderen Sachen benutzen? Einfach davor stehen. Musst du nur in der Nähe stehen. Dann tauchen die Sachen bei dir auf. Soll man alles mal zu Barren machen? Hab ich schon. Also was ich habe ich alles zu Barren gemacht. Tontopf. Eine Vase. Das habe ich alles schon gemacht. Da kannst du einfach hier, ne? Holzschwert. Ah, mit Elite kann man also hier so ein. Ah, jetzt kann ich auch Kupferäxte und Kupferhammer, Kupferbreitschwert, Kupferkurzschwert. Das Breitschwert macht 8 Schaden. Leadfans, Minecraft. Ihr kritisch schnell, mittlerer Rückstoß. Sehr schnell. Ich baue mal so ein Kupferbreitschwert für mich. Oh, guck mal. Hä? Breitschwert. Schlägst du anders zu. Eieiei. Wie viel Kupfer hast du denn dafür geopfert? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste noch welches... Ich glaube, ich kann noch eins bauen, wenn du auch eins haben willst. Willst du auch eins haben? Ja, ich glaube, noch eins wäre ganz cool. Oder? Ne, scheinbar habe ich zu viel Kupfer dafür geopfert. Ne, ich kann doch keins mehr bauen. Ich habe nämlich nur 3 Barren, aber die kannst du haben. Hier. Hier. Nimm dir die Barren. Thank you, Lord. Oh, Kisten! Tada! Nimm dir mal die Barren da. Hanisch. Ah, okay. Mit rechter Maus kann man die dann öffnen. Ah, die kannst du auch umbenennen, die Kisten. Chest, Chest. Cool. Also ich habe 5 Kupferbarren, ich kann aber kein Schwert daraus machen. Okay, ja, ich hatte jede Menge Kupferbarren. Hättest du vielleicht mal drauf gucken sollen. Ja, hätte ich vielleicht, hätte. Hätte Fahrradkette. So, jetzt sind wir hier gerade ein bisschen eingesperrt, ne? Sollen wir die Zombies töten? Ja, warte. Aber Stein brauche ich eigentlich, ne? So. Zombie Dude. Lauf, sie kommen! Die Fliegeviecher kommen! Wo ist denn mein Bogen? Da. Lass sie kommen! Oh, guck mal, es geht eigentlich ganz gut. Mit dem Kupferschwert ist das jetzt auch ein bisschen einfacher. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Au, Mano. Ne, mit dem spiele ich nicht mehr. Nicht? Ne, der ist so doof. What? Spüre meine Pfeile. Bangs. Ich schieß dir ins Auge. Blende dich. Ui, der hat sogar HP-Fallen lassen. Herz. Ein Herz hier. Cool. Wie kommen denn da hinten meine Pfeile hin?
Stirb! Stirb, Zombie, stirb! Sehr cool. So, Verdemus. Da ist er, ja, der Verdemus. Wir haben ja schon ein bisschen was geschafft jetzt. Unfassbar, dass wir weitergekommen sind. Ohne Hilfe. Ja, und die Folge haben wir auch wieder ein bisschen überzogen. Daher würde ich jetzt mal sagen, mit diesem Zombie hier ist das ein wunderbares Finale und ein Schloss für heute. Genau. Glück. Tür auf, rein da, Tür zu. So. Ich packe hier mal so ein bisschen Lehm und sowas in die Truhe rein. Und mach Dreck. Das. Und Holz. Und ich sage in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, Tipps, Anregungen, Ideen, Vorschläge immer in die Kommentare hauen. Wir freuen uns drüber und werden es dann hoffentlich beim nächsten Mal umsetzen können. Absolut. Macht's gut. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Tschüss.